Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir secondhand eine neue Jeans gekauft. Die hier, allerdings in Größe 46, was mir dezent zu groß ist, da ich normalerweise Größe 38 trage. Und daher habe ich diese Hose umgenäht in diesem Video, also kleiner genäht. Und ich zeige euch Schritt für Schritt, wie das funktioniert, damit ihr das auch nachmachen könnt. Viel Spaß beim Video! Ich zeige euch das Ganze hier mit einer kurzen Hose, aber es funktioniert genauso mit einer langen, also in der genau gleichen Art und Weise, nur dass das Bein einfach länger ist. Die Hose ist wie gesagt viel zu groß und ich möchte sie umnähen. Dafür fasst ihr die Hose mal hinten am Bund zusammen, also macht sie ganz eng, sodass sie gut passt und messt das Ganze mit einem Maßband ab, also wie viel Überschuss ihr da habt. Also ihr spürt da quasi einfach, wann die Hose da zu Ende ist und messt euch das ab. Bei mir waren das 7 cm ungefähr und das ist das wichtigste Maß, was ihr euch merken müsst. Dann müsst ihr schauen, ob eure Hose eine einfache Naht oder eine doppelte Seitennaht hat, so wie hier. Also die dunkle hat eine doppelte und die helle eine einfache Seitennaht. Die ersten Schritte sind bei beiden Hosen gleich, also egal ob einfache oder doppelte Naht. Und ihr müsst mal dafür die Seitennaht auftrennen. Damit man die aber auftrennen kann, muss man ganz am Anfang mal den Bund auftrennen, also mal ein Stück weit. Das macht ihr am besten mit einem Nahtauftrenner. Also das würde ich euch wirklich empfehlen beim Jeans enger nähen, weil sonst werdet ihr zum Schwammerl. Da dreht ihr einfach durch. Also kauft euch einen Nahtauftrenner, das ist viel besser als mit einer Nagelschere. Dann trennt ihr den Bund so weit auf, bei mir waren es ungefähr links und rechts 5 cm. Wenn euch irgendwelche Gürtelschlaufen oder so im Weg sind, dann müsst ihr die auch auftrennen. Also die habe ich dann im Endeffekt auch weggetan, zumindest die hintere. Und nachdem ich dann mein Weingas weggestellt habe, habe ich weitergemacht mit der Seitennaht und dann habe ich die aufgetrennt und zwar ungefähr vom Bund weg 25 cm nach unten. Also da habe ich das komplett aufgetrennt und bei dieser Hose ist es eben so, dass es eigentlich eine doppelte Naht ist, aber ich zeige zuerst die Variante mit der einfachen Naht. Aber ich zeige es an dieser Hose. Versteht man das? Ja. Also ich zeige euch, wie ihr das bei einer einfachen Naht macht. Aber an dieser Hose eben, also lasst euch nicht irritieren von der doppelten Naht. Dazu trennt ihr das Ganze mal ungefähr 25 cm nach unten auf. Bei der doppelten Naht müsst ihr es komplett nach unten auftrennen. Aber wir schauen uns zuerst mal die einfache Naht an. Und zwar, wenn ihr nur den Bund und eben ein Stückchen nach unten enger nähen möchtet, dann trennt ihr das ungefähr 25 cm weit auf. An beiden Seiten natürlich, also auch an der zweiten Seite müsst ihr den Bund auftrennen und dann ein Stück von der Seitennaht. Dann trennt ihr das auf, ja genau, also gleich ganz gleich wie auf der anderen Seite. Eventuell eben wieder Gürtelschlaufen oder sonstige Hindernisse entfernen und im Nachhinein dann halt wieder annähen. Dann dreht ihr die ganze Hose auf links, also ihr dreht sie um, also dass die Innenseite außen ist. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal markieren. Und zwar sind da bei meiner Hose quasi zwei Nähte und von der inneren, also originale Nähte, und von der inneren Naht habe ich dann 3,5 cm aufgetragen, weil ich ja 7 cm abgemessen habe und die Hose wird ja an beiden Seiten verkleinert und deshalb durch zwei. Also ich habe 3,5 cm aufgetragen und das Ganze dann nach unten schräg verlaufend markiert. Also diese 25 cm, die ich aufgetrennt habe, habe ich schräg nach außen verlaufend in einem Dreieck quasi markiert und abgesteckt und dann mal anprobiert. Zuerst habe ich noch geschaut, ob die beiden Seiten gleich abgesteckt sind, also dass das ungefähr symmetrisch ist. Und dann habe ich es anprobiert und zwar mit der Innenseite nach außen und ihr müsst beachten, dass die Hosentaschen natürlich ein bisschen nach außen wandern durch diese Methode, aber es ist nicht tragisch, also das werdet ihr dann am Ende sehen. Und ja, es hat bei mir ganz gut gepasst und dann habe ich das mal abgenäht. Das macht ihr mit einem Geradstich, also da näht ihr zuerst am Anfang mal ein bisschen vor und zurück und dann einfach ganz gerade diese Linie hinunter.
Entfernt die Nadeln bitte, bevor ihr da drüber näht. Und auch am Ende wieder ein paar Mal vor- und zurücknähen. Ich habe das mit einer ganz normalen Nadel, mit einem ganz normalen Faden gemacht. Man kann natürlich einen Jeansgarn verwenden, aber wer hat sowas schon zu Hause? Oder auch Jeansnähnadeln könnt ihr verwenden, wenn ihr solche zu Hause habt. Aber es funktioniert auch mit einer ganz normalen Nadel und mit einem ganz normalen Faden. Also macht euch da keine Sorgen. Im schlimmsten Fall bricht die Nadel mal ab, aber ist bei mir nicht passiert, hat gut funktioniert. Jetzt sieht man das, wie das aussieht. Es hat relativ gut gepasst, aber eben dadurch, dass diese Hose eine doppelte Naht hat, sieht man natürlich den Übergang und das sieht nicht schön aus. Wenn ihr eine einfache Naht habt, dann springt zu Minute 8 ungefähr, ich blende es euch noch genau ein, zu welcher Minute ihr springen müsst, da geht es dann weiter. Aber jetzt schauen wir uns mal die außenliegende Naht an, außenliegende Naht, ja, also diese doppelte Naht eben. Wenn ihr also eine doppelte Naht bzw. so eine außenliegende Naht habt, dann ist es am besten, finde ich, dass man die ganze Seitennaht auftrennt. Bei dieser Methode müsst ihr zuerst den Saum unten auftrennen und dann, wie gesagt, die komplette Seitennaht von unten nach oben komplett auftrennen. Passt da ein bisschen auf, man kann mit dem Nahtauftrenner relativ gut so durchfahren, also das in einem Stück quasi machen. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass man irgendwie ein Loch reinmacht, also passt da ein bisschen auf, aber das funktioniert ganz gut und da habe ich einfach die ganze Seitennaht auf beiden Seiten aufgetrennt bis oben und davor eben auch den Bund aufgetrennt, so wie vorher. Und gegebenenfalls auch noch diese Nieten entfernt. Also bei mir war da eine Niete im Weg, die wäre genau in der Naht dann gelegen. Und die habe ich abgetrennt, weil ich da ja schlecht drüber nähen kann. Also entfernt Dinge, die zu entfernen sind. Das war etwas schwer, aber es hat irgendwie dann funktioniert. Und dann legt ihr die beiden Seiten schön aufeinander und markiert wieder eure 3,5 cm. Also 7 cm habe ich ja abgemessen. Das muss auf beide Seiten aufgeteilt werden, also 3,5 cm. Und das habe ich ganz nach unten markiert. Ich habe auch das Bein etwas verengert. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann markiert ihr das so, wie ich es hier eingezeichnet habe. Also so schräg verlaufend bis ungefähr 25 cm nach unten und dann einfach gerade nach unten. Und dann habe ich das Ganze zusammengesteckt, also ganz normal mit Stecknadeln. Unten den Saum, den ich aufgetrennt habe, den müsst ihr auch aufeinander legen. Also den legt ihr flach aufeinander und steckt das Ganze schön zusammen, sodass die Außenkanten aufeinander liegen. Und dann habe ich das komplett nach oben angepinnt. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht. Und dann nochmal anprobiert und geschaut, ob alles passt. Es hat alles sehr gut gepasst und dann könnt ihr das Ganze auch schon annähen. Ich habe da wieder einen ganz normalen Geradstich verwendet, wieder eine normale Nadel, keine Jeans-Nähnadel und kein Jeansgarn, weil das müsst ihr nicht extra dafür kaufen. Es funktioniert auch ganz normal mit einer normalen Nadel und mit einem normalen Faden. Vorne und hinten näht ihr immer ein zweimal vor und zurück, damit das Ganze auch hält. Und probiert es dann am besten nochmal an, bevor ihr irgendwas abschneidet und schaut, ob es gut sitzt. Und jetzt kommen wir zum Versäubern und Bund annähen. Das funktioniert bei beiden Varianten gleich. Dazu schneidet ihr jetzt mal die Nahtzugabe ab und zwar mit ungefähr einem Zentimeter Abstand zur Naht, die ihr genäht habt. Das schneidet ihr mit einer Stoffschere am besten ab. Und dann versäubert ihr das Ganze. Ich habe es mit der Overlock versäubert. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einem Zickzackstich versäubern. Also das funktioniert genau gleich. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht. Wie ihr das mit dem Zickzackstich machen könnt, habe ich im Video erklärt, wo ich die Hosenbeine verengert habe. Da könnt ihr nachschauen, wie das funktioniert. Bei der ersten Variante funktioniert es genau gleich, nur da schneidet ihr eben nur dieses Dreieck ab, weil ihr da ja nur quasi oben dieses Stück verengert habt. Also schneidet ihr nur dieses Stück ab und macht da eine neue Naht, also näht es da zusammen und verbindet es quasi mit der originalen Naht da unten und näht da auch wieder ein paar Mal vor und zurück, dass das Ganze hält. Und dann versäubert ihr das, was hier rot markiert ist, also so, dass das Ganze verbunden ist mit der originalen Naht, dass es sich ein bisschen überlappt. Aber im Prinzip ist es das genau gleiche, nur dass ihr eben nur ein kleines Stück neu machen müsst und nicht die komplette Seitennaht. Jetzt kommen wir zum Bund, damit ihr wisst, wie viel ihr vom Bund wegnehmen müsst, legt ihr den am besten einmal von der einen Seite auf die Seitennaht
auf und markiert das. Also ihr markiert, wo die Seiten theoretisch weiterverlaufen. Und dann macht ihr dasselbe, indem ihr den Bund auf die andere Seite klappt und auch hier eine Markierung macht. Also ihr seht hier, wie ich das meine, hoffentlich. Und dann habt ihr diese beiden Markierungen und die müssen dann aufeinander genäht werden. Dazu klappt ihr den ganzen Bund auf und legt diese beiden Markierungen dann rechts auf rechts aufeinander und steckt sie mit einer Stecknadel zusammen und dann näht ihr da einfach mit einem Geradstich runter. Also wieder am Anfang und am Ende ein, zweimal vor und zurück nähen, also verriegeln und näht da ganz normal an dieser Markierung quasi runter und dann ist der Bund so um das gekürzt, um das auch eure Hose gekürzt wurde. Oder verengert wurde, wie auch immer man das nennt. Ja, dann schneidet ihr das, was da übersteht, noch ab. Also ich habe es wieder auf so ungefähr einen halben bis einen Zentimeter abgeschnitten. In dem Fall müsst ihr das nicht versäubern, weil das sowieso dann wieder nach innen geschlagen wird und eingenäht wird quasi. Und das macht ihr auf beiden Seiten wieder. Dann schlagt ihr den Bund wieder auf die richtige Seite und steckt die Hose wieder dazwischen, also so wie es auch im Originalen war, und steckt den Bund dann an. Und da schaut ihr bitte unbedingt, dass sowohl innen als auch außen der Bund über die Hose drüber geht, damit dann nicht irgendwelche runden Kanten oder so rausstehen. Und dann steckt ihr das an und verbindet das Ganze wieder mit der Originalnaht. Also das, was ihr aufgetrennt habt, näht ihr wieder zu und verbindet es mit der Originalnaht. Bei der näht ihr am besten immer ein bisschen drüber. Und dann habe ich dann auch noch die Schlaufe angenäht. Also hier sieht man das, da einfach das Ganze wieder verbinden. Und dasselbe mache ich auch beim Saum unten. Also auch den habe ich wieder so eingeschlagen, wie er war, also wieder doppelt eingeschlagen, das Ganze wieder festgesteckt mit Stecknadeln und dann die originale Naht, die noch vorhanden ist, mit meiner neuen verbunden. Ich habe das Ganze dann zweimal genäht, also ich bin zweimal mit der Nähmaschine drüber gegangen, weil mein Faden einfach viel dünner war als der originale. Und so hat es dann schöner ausgeschaut. Ich habe einen Faden dann in der ungefähr gleichen Farbe genommen und habe dann die Naht wieder geschlossen. Und auch hier wieder mit einer ganz normalen Nadel, mit einem normalen Geradstich und wieder hinten und vorne verriegeln, wie immer. Und auch, ich habe genau dieses Etikett oder dieses Label hinten habe ich auch aufgetrennt, weil es mir im Weg war. Das habe ich auch wieder angenäht und genauso wie die Gürtelschlaufen. Also da, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, da drüber zu nähen bei den Gürtelschlaufen, weil die sehr dick sind, aber es funktioniert mit ein bisschen Geduld und auch eben der Saum unten noch. Also auch da habe ich drüber genäht wieder auf beiden Seiten. Bei sehr dicken Stellen der Jeans, wie zum Beispiel bei den Gürtelschlaufen, ist es oft sehr schwierig, die Jeans unter den Nähfuß zu bringen. Dazu könnt ihr einfach diesen Hebel da hinten nochmal raufdrücken. Also dann geht der Fuß etwas höher. Und wenn ihr mit der Nadel hin und wieder bei dicken Stellen nicht durchkommt, dann könnt ihr einfach mit dem Handrad mitdrehen quasi, also gebt dem Handrad einen Schwung mit und dann funktioniert das normalerweise und die Nadel geht durch. Und die Hose ist jetzt somit fertig. So hat sie vorher ausgesehen und jetzt sieht sie so aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also falls ihr eine Hose zu Hause habt, die euch zu groß ist, probiert das mal aus. Es hat erstaunlich gut funktioniert und war auch nicht so schwer, also probiert das gern mal aus. Natürlich wandern die Hintertaschen etwas nach außen, aber ich finde, das stört nicht wirklich. Ich habe sie hier aufgestülpt, aber ich könnte sie natürlich auch so tragen. Es ist jetzt zurzeit eh relativ modern, längere Shorts zu tragen, aber ich glaube, ich werde es eher in der aufgestülpten Variante tragen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar oder ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao!